Ja und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Donkey Kong Country Tropical Freeze. Beim letzten Mal haben wir diese Welt, die ihr hier vor euch seht, nun endlich hinter uns bringen können. Nach einigen Strapazen, aber auch nach einigen sehr, 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 sehr schönen Level, die wir in dieser Welt erlebt haben, geht es nun hinüber nach Ozeanien. Schrecklich. Schrecklicher Name, absolut schrecklich. Der Wasserwelt in diesem Spiel, so wie es ganz offensichtlich hier zu sein scheint. Und ich bin ja mal gespannt, wie viele Unterwasserlevel hier auf uns warten werden. Ich wette mehr als zwei. Ist so meine Wette, aber mal sehen. Vielleicht werde ich ja hier komplett eines Besseren belehrt. Es geht zumindest mal los mit Playa del Kong. Let's go, würde ich mal sagen. Auf in eine neue Welt. An die dritte Welt wird sie wahrscheinlich nach der großartigen Welt 3 ja leider... An die dritte Welt wird sie nach der großartigen Welt 3. Was rede ich da eigentlich? Ah, schön. Mal wieder so... Mal wieder so ein schönes Intro hier. Erstmal wieder reden lernen hier. An die großartige Welt 3 wird diese ja wahrscheinlich nicht ganz heranreichen können in ihrem Variantenreichtum. Aber ich meine, hey, ich lasse mich gerne überraschen. Und ich habe erstmal nichts viel gegen Wasserwelten eigentlich. Und die Musik ist auch schon wieder sehr, sehr nett hier. Von daher, ich lasse mich, wie gesagt, sehr, 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 sehr gern eines absolut Besseren belehren. Und bin sehr, sehr gespannt und freue mich auf dem, auf das, auf dem, auf der und das, der und das, der und das, was hier noch so auf uns warten wird. Gehen wir also mal hinein mit so einem bisschen Ruinen hier im Hintergrund bislang. Oh, das ist schick. Das war ein schöner Musikwechsel. Aber ansonsten hier noch nicht viel zu holen an dieser Stelle. Aber ich meine, das können wir sicherlich wettmachen, indem wir alle diese Bananen sammeln. Korrekt? Naja, fast. Und ich muss auch unbedingt daran denken, ja, ich habe eine Luftanzeige in diesem Spiel. Ich meine, generell ist es natürlich ganz anders als ein Return zu, dass ich überhaupt mal ins Wasser kann. Das war auch ein, meine ich, ein sehr, sehr großer Kritikpunkt tatsächlich an Returns. Eben das, also in der Presse, in der... im Fachpublikum, wie man so schön sagt, dass man eben nicht in das Wasser konnte, dieses Spiel. In diesem ist es ja ganz, ganz anders. In diesem ist so ein bisschen die Rückkehr von Mr. Wasser angesagt. Und ich weiß nicht, was ich hier alles noch sammeln soll. Das, ach, so viel zu sammeln. Und vielleicht ist hier oben ja noch was. Nämlich hier. Haha, hier. Oh Gott, hier ist nämlich... Ja, toll. Wie soll ich da jetzt wieder rankommen? Na, besten Dank auch. Gar nicht... knapp oder so etwas. Gar nicht irgendwie in der letzten Sekunde noch eben die letzte nötige Banane aufgesammelt. Nein, das wäre ja nicht mein Stil. Ich mache es ja immer gerne auf Sicherheit. Ihr kennt mich und ihr blöden roten Fische. Ihr nervt mich auch jetzt schon. Das weiß ich jetzt schon, dass ihr mich nerven werdet. Luft. 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 Okay, also auch wenn ich einen Begleiter aufsammle, bekomme ich Luft, hatte ich mir fast gedacht. Aber gut zu wissen, dass es tatsächlich funktioniert. Das macht die ganze Sache schon mal etwas schöner auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, ja, sehr, 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 sehr viel Wasser hier. Und ich habe ein Gefühl, dass in der Welt, in der Gesamtwelt nicht viel anders sein wird, meine Damen und Herren. Willkommen im Meer. Ah. Es ist schon etwas entspannt und ich muss auch sagen, es steuert sich eigentlich ziemlich gut. Also die Wassersteuerung ist eine der besseren, die ich so kenne. Insbesondere natürlich für 3D, beziehungsweise, okay, in diesem Fall ist es natürlich 2,5D oder wie auch immer man es nennen möchte, für solche Spiele. Och, guck mal, ihr seid ja lustig. Ihr seid so komische Stacheldinger, aber ihr habt auch lustige Gesichter, die fast so aussehen, als würden sie mich anlächeln, während ich hier meinem sicheren Verderben entgegenschwimme. Reden ist heute erstmal 6 minus angesagt, von der Note her, die ich dafür geben würde, definitiv. Das muss erstmal noch besser werden, aber das pendelt sich sicherlich noch ein, wenn ich ein paar mehr Sätze gesagt habe heute. Aber das werden wir dann sehen, inwiefern sich das ein... Was zum... Okay, ich habe mich gerade gefragt, was zum Teufel ist hier los, aber... Es ist eine ganz, ganz logische Erklärung dafür. Es sind nämlich einfach magische, ich wollte gerade schon sagen Garnelen, aber wie nennt man sie nochmal? Stromaale. Ja, genau so nennt man sie. Das ist exakt der Name, den diese Dinge haben. Und gar kein anderer. Das ist exakt die wissenschaftliche Bezeichnung dafür. Also das mit der Luft geht mir jetzt schon so ein bisschen auf die Nerven, ehrlich gesagt. Ich glaube...
da werde ich noch einiges an Spaß mit haben. Und wenn ich sage Spaß, meine Freunde, dann meine ich überhaupt keinen Spaß. Das ist nämlich so leicht ironisch gemeint. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht mitgekriegt habt, was da so das war, was ich eigentlich meinte. Das bei der Ironie ist ja immer so die Sache, man meint ja nicht ganz genau das, was man sagt, sondern eigentlich was anderes, ja? Also so mal so als kleines, als kleine Erklärung vielleicht von Ironie. Es ist schon ein bisschen komplexer. Und das war ganz lustig, wie wir uns da gerade den Abfluss runtergespült haben. Heißt das etwa, ich habe gerade was verpasst? Das würde mich ja sehr sauer machen jetzt. Das würde mich jetzt sehr, sehr sauer machen. Vielleicht komme ich ja noch nach... Nein? Okay, dann habe ich sicherlich auch nichts verpasst. Korrekt? Okay, was ist hier überhaupt los? Ich weiß gerade nicht, mir kam es gerade so vor, als hätte ich nicht nach links gekonnt, aber ich glaube, das lag nur daran, dass sie sich in ihrer Umkehranimation gerade befunden haben. Luft, Mist, Luft, ach Mist, ach du meine Güte, Luft, 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 Luft. Okay, das wird extrem stressig und ja, ich habe was verpasst. Das macht mich gerade ein bisschen sauer. Denn ich hatte nicht gedacht, dass so ein Ding, was da in der Mitte quasi drin ist, dass das im Level weiterführen würde. Ich hätte wirklich weitergucken sollen. Oh, und wie schön das ist. Das hat gerade wirklich was von der originalen SNES-Musik, was hier gerade im Hintergrund abgefeuert wird. Großartig. Und was ist mit diesen Ruinen los hier überhaupt? Ich frage mich, ob das vielleicht so ein Thema sein wird jetzt in dieser Welt, dass wir quasi so Ruinen betrachten unter Wasser. Das hätte natürlich irgendwie was. Das wäre irgendwie ganz cool. Und mal was sehr, sehr Einzigartiges auf jeden Fall. Also nicht einzigartig, sondern was sehr, sehr Einfallsreiches und was sehr, sehr Schönes auf jeden Fall wäre es. Und hier lasse ich mich nicht austricksen, sondern bin natürlich... Ja, das lassen wir einfach mal weg. Da gehen wir einfach mal gar nicht drauf ein, was da gerade passiert ist, denn das ist alles gut gelaufen, was da gerade passiert. Okay, also merke, ganz, ganz wichtig, Luft... Ist wichtig, Luft ist begrenzt, Luft drauf achten. Dann sekundär, Gegner sind wichtig, Gegner drauf achten. Gegner ziehen Herzen ab, Gegner sind ganz böse. Das ist so die Logikkette, die ich hierfür benutzen muss. Ganz, ganz wichtig, Gegner sind sehr, 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 sehr böse. Wer hätte es gedacht, nicht wahr? Dass etwas, das Gegner heißt, böse ist. Ich ganz sicher nicht, sonst hätte ich ja nicht die Fehler von vorhin gemacht, sondern hätte es gleich ungefähr so gelöst. Oh Mann, ich bleib einfach mal bei Diddy. Vielleicht hätte ich mir auch da gerade lieber Dixie holen sollen, weil die hat ja so einen schönen Boost immer, so eine schöne Boostfähigkeit. Aber ich denke mal, Diddy hat auch sein volles Potenzial. Ach, das sind auch noch Dorn gewesen. Diddy hat auch sein volles Potenzial noch gar nicht ausgeschöpft. Das heißt, ich warte nochmal der Dinge, die dann noch so kommen. Und du, ne, mein lieber Freund, du hast mich jetzt auch schon lang genug gestört. Also nicht wirklich, weil ich habe noch nicht viel Schaden von dir genommen, aber... Was ist gerade passiert? Ich hoffe, nur eine Bananenmünze. Ich habe da gerade so einen Sound gehört, aber ich wüsste jetzt nicht, wo da gerade was aufgetaucht sein sollte, außer eine Bananenmünze. Oh, wie schön, da brechen wir auch nochmal durch. Brechen wir also doch gleich auch nochmal hier unten durch. Das war zu einfach, das war klar. Das war einfach nur klar. Wenn sie schon so etwas machen, dann machen sie es natürlich auch nochmal so. Bester Kommentar ever. Okay, was haben wir? Wow, 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 wow. Hallo, hi. Ja, und jetzt... Danke auch für die sehr, sehr freundliche und sehr, sehr im Voraus befindliche Vorwarnung, dass ich da einfach gegen eine Dornwand geschleudert werde, liebes Spiel. Sehr, sehr freundlich. Das wäre ja sonst unfair, wenn du es nicht gemacht hättest. Ich muss da ran. Da ist Luft. Meine Güte. Oh, was stressig. Was stressig, was stressig. Also hier unter Wasser ist echt nicht freundlich. Nicht freundlich, was hier abgeht. Kein Stückchen. Null quasi. Wie man so schön sagt. Oh, was ist das denn da oben? Kann ich da Hallo? Hallo? Also, ich hätte ja schwimmen können. Ich konnte hier gerade nicht weiter schwimmen. Moment. Ich kann hier nicht weiter... Okay, jetzt kann ich... Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Egal. Tun wir einfach so, als wäre das nie passiert. Ach so, da unten ist so irgendwie so eine Strömung wahrscheinlich. Ach, da ist so eine Strömung, die habe ich gar nicht gesehen die ganze Zeit. Aber was ist denn hier oben los? Da oben ist auch irgendwas. Das ist irgendwas, was da durch diese Elektrizität oder durch diese Strahlung, was auch immer, da oben gehalten wird. Vielleicht müssen wir irgendwo was abschalten oder so.
dass wir da rankommen. Das sieht mir nämlich sehr, sehr stark nach Secret aus, was da gerade so abgegangen ist. Und hier würde ich auch ganz gerne rankommen eigentlich. Das ist auch irgendwas Secret-Technisches, oder nicht? Vielleicht ist es aber auch nur Hintergrund. Ach, und ich habe schon wieder keine Luft mehr. Also das mit der Luft, ne? Leute, das mit der Luft. Das wird nochmal lustig, sage ich euch. Okay. Gerade nochmal so geschafft. Hier haben wir wieder dieses komische Stromzeug. Das fließt hier irgendwie lang, habe ich so das Gefühl. Also das fließt hier lang, dann da oben lang und dann wahrscheinlich in Richtung dieser Plattform, die wir da hatten. Also ich muss irgendwie mal gucken, ob wir hier irgendwie so einen Schalter haben oder sowas. Ich versuche auf jeden Fall jetzt zuerst einmal das Ding hier auszupusten. Haha. Ach, guck mal einer an. Jetzt haben wir nämlich den Stromfluss hier links abgeschaltet und dort rechts eingeschaltet. Na, gucken wir mal nach. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt bin ich ja mal sehr, sehr gespannt. Oh Gott, die Dorn mal wieder hier mit der Strömung. Alles klar. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Yes! Geil! Das war gar nicht mal so leicht. Also, das hätte ich auch leicht übersehen können, ganz ehrlich. Das war nicht gerade selbstverständlich, dass ich das gerade da noch gesehen habe. Auf keinen Fall. Wollt ihr mich denn jetzt veralbern? Hier brauche ich zwingend Dixie oder was? Sowas mag ich nicht. Ich mag es nicht, wenn man spezielle Begleiter braucht, um irgendein Secret freizuschalten. Das ärgert mich immer so ein bisschen. Aber ich werde es überleben. Ich werde es überleben, definitiv. Ich habe keine Ahnung, wie ich da gerade keinen Schaden genommen habe. Habe ich noch irgendwie geschafft. Vielleicht ist ja hier auch irgendwie so ein... Fast wollte ich gerade sagen, aber das bringt mir ja nichts, weil hier komme ich eh nicht mehr weiter. Jetzt sehe ich auch endlich, was das für Dinger sind. Das sind ja echt Turbinen, die hier die Strömung erzeugen. Was für eine seltsame Welt bislang. Also Ruinen, aber technologische Ruinen, technologisch fortgeschrittene Ruinen. Irgendwie sehr, sehr interessant alles, finde ich. Ich brauche auf jeden Fall Luft. Luft. Luft ist wichtig. Luft ist gut. Sagte schon Aristoteles und der muss es ja schließlich wissen. Jetzt haben wir auf jeden Fall den Stromfluss hier hinten nochmal. Und wir versuchen doch mal, diesen Dornen nicht näher als 2 Meter zu kommen. Denn alles andere wäre sehr, sehr töricht von meiner Seite aus, denke ich. Wie viele haben wir? 3 von 7 haben wir. Also einen vielleicht dort, wo wir vorhin Dixie gebraucht hätten, aber wahrscheinlich eher nicht, weil ich glaube, da ist eher ein Secret Exit, wenn überhaupt. Das heißt, noch 4 Stück zu sammeln. Das wird ja ganz schön lustig jetzt, würde ich mal behaupten. Also, und mit lustig meine ich absolut überhaupt nicht. Ach, jetzt haben wir Dixie. Ja, jetzt natürlich nicht mehr. Jetzt, wo ich es gerade mal nicht geschafft habe, das sofort... Nicht ärgern. Es ist ein schönes Spiel. Es ist immer noch ein schönes Spiel, aber es sind diese kleinen Sachen, die mich immer wieder stören daran. Genau, hier kommt man runter. Ach, guck mal, und hier haben wir ich will die ganze Zeit sagen, Electric Eel. Ich weiß nicht mehr, wie die auf Deutsch heißen. Wie heißt die denn nochmal auf Deutsch? Stromaal. Stromaal. Ganz bestimmt. Ach, Zitteraal. Gott. Ich bin Deutscher, ja. Also ich kann es nur nochmal betonen, aber die deutsche Sprache ist sehr, sehr kompliziert. Sehr, sehr kompliziert. Vor allem, wenn man ständig jetzt Englisch hört, irgendwie durch Serien oder so weiter, kommt man aus meiner Sicht sehr, sehr häufig manchmal durcheinander, was Deutsch und Englisch angeht. Das ist auch ein bisschen störend, wenn man einfach mal auf Deutsch, beispielsweise jetzt mal ein völlig aus der Luft gegriffenes Beispiel, was nicht meinem persönlichen Leben irgendwie entnommen ist, zum Beispiel, wenn man mal, keine Ahnung, ein Let's Play aufzeichnen möchte und dabei auf Deutsch kommentiert oder sowas, dann könnte es ja sein, dass es schwierig ist, wenn einem deutsche Worte nicht mehr einfallen, dann den Flow irgendwo voranzutreiben. Aber wie gesagt, das ist einfach nur aus der Luft gegriffen und ist mir so noch nicht passiert auf jeden Fall. Das wäre auch ein Wunder gewesen, wenn ich da gerade keinen Schaden genommen hätte. Und ich sollte ein bisschen vorsichtiger sein, wenn ich hier wirklich alles sammeln möchte, denn ich habe nicht mehr so ganz viele Lebenspunkte hier zur Verfügung. Und ich möchte eigentlich schon noch den Rest hier sammeln. Das war ja jetzt nur noch so ein bisschen was hier. Also noch ein bisschen vorsichtig sein, dann passt das schon. Was ist das hier überhaupt? Ist das auch wieder technisch oder ist das ein Lebewesen? Nee, es ist, glaube ich, wieder technisch, ne? Was für eine seltsame Welt. Was für eine sehr, sehr seltsame Welt. Mir gefällt es auf jeden Fall. Diese Mischung aus... Ah, Gott! Oh, diese Mischung aus Ruine und Technologie hier unter Wasser. Auch eine sehr seltsame Designstellung, das unter Wasser zu packen alles, oder? Ich mag's. Ich mag es alles sehr, 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 sehr gerne. Aber ich muss jetzt echt aufpassen langsam. Natürlich habe ich mir das blödste Ding hier jetzt noch für den Schluss aufgehoben. Nee, schaffe ich nicht. Ich schaff's einfach nicht. Ich muss ein bisschen mehr Risiko eingehen, aber gleichzeitig weiß ich auch, wenn ich zu viel Risiko eingehe, ist das für mich
der sichere Tod. Und zwar nicht im übertragenen Sinne, sondern tatsächlich im ganz wörtlichen Sinne. So wie da gerade gesehen. Aber ich bin ja immer noch fast überzeugt, dass es dafür was geben muss. Dass es dafür irgendwas geben muss, wenn ich da sämtliche Sachen aufsammle. Denn das ist doch eine zu naheliegende Aufgabe, als dass das nicht sein könnte. Ich weiß, es gibt auch viele naheliegende Aufgaben, die es dann nicht sind, aber die ist zu naheliegend einfach. Sondern diesmal, ja, lasse ich mich nicht nochmal austricksen von diesem gemeinen Fass hier. Wie fies das auch ist. Achso, ich muss, glaube ich, dann doch was anderes drücken, als ich dachte gerade. Na los. Oh, ein Glück. Ich dachte gerade schon, ich hätte noch Diddy bekommen, weil ich so irgendwie im letzten Augenblick noch Diddy, noch berührt hätte, aber das klang halt irgendwie sehr, sehr falsch. Tut mir sehr leid. Aber es ist dann doch noch die gute alte Dixie geworden. Sollte es jetzt auch nicht, aber gut auf jeden Fall. Was rede ich hier eigentlich? Ich rede mich hier um Kopf und Kragen, weil ich irgendwie versuchen muss, diese Phasen des angestrengten Kommentierens, bei dem ich, weil deswegen angestrengt, weil ich mich hier darauf konzentrieren muss, was ich gerade tue, zu überspielen. Und da wollte Dixie sich einfach nicht stoppen lassen mittendrin, warum auch immer. Ich habe diese Unterwassermechanik noch nicht hundertprozentig durchschaut. Verzeiht es mir bitte. Ich brauche noch ein bisschen Eingewöhnungszeit, fürchte ich. Und diesmal riskiere ich nicht auch noch, dass ich auch noch aufgrund von Luft hier noch irgendein Herz lasse. Das wäre ja irgendwie so ein bisschen lächerlich, wenn ich alles andere hier beachte. Außer die Luft. Obwohl ich jetzt schon mehrmals darauf hingewiesen habe, wie wichtig es ist, sie nicht aus den Augen zu verlieren. Ich glaube, es ist tatsächlich leichter, wenn ich mich einfach mit der Drehung hier bewege, anstatt dagegen. Und aus irgendeinem Grunde, ich weiß nicht warum, denn ich kann es ja nicht gewesen sein, haben wir da gerade schon wieder Dixie verloren. Oh, und diese Unterwasserdrehung, die macht mich wahnsinnig. Denn was ihr jetzt natürlich nicht wisst, weil ihr einfach nur seht, was da gerade passiert und nicht, wie ich das gerade tue, bei dieser Unterwasserdrehung habe ich halt eine Zeit, wo ich nicht hundertprozentig die Richtung kontrollieren kann, sondern wo ich eine leichte Verzögerung da drin habe, in dem, was Donkey Kong da so tut gerade. Und ich möchte nicht schon wieder das Ganze hier machen. Bitte nicht. Also diesmal muss ich ein bisschen mehr aufpassen. So, jetzt habe ich doch alles, oder nicht? Ach du meine Güte, ach du meine Güte, ach du meine Güte. Luft, 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 Luft. Pliss, pliss. Oh Gott. Oh, Luft. Ganz wichtig. Luft ist gut, meine Damen und Herren. Luft ist gut. Und ich habe jetzt echt alles gesammelt und nichts dafür bekommen. Stimmt das wirklich? Habe ich wirklich alles gesammelt? Ich gehe lieber nochmal alles durch. Ah, wie ärgerlich. Jetzt habe ich so viel Zeit darauf verschwendet und dann hat es noch nicht mal was gebracht. Ja, gut. Okay, dann hat es noch nicht mal was gebracht. Dann lasse ich die Stelle einfach fallen in der Hoffnung, dass sich da nichts irgendwie doppelt und dreifach versteckt. Denn ansonsten muss ich die Stelle ja nochmal komplett machen und da habe ich dann wirklich keine Energie zu. Oh, Moment, Moment. Ja, ein Glück. Gerade noch so gerettet. Also, der nicht. Die sind so leicht aus dem Sink raus, die beiden Stachelmaulis da. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht vom einen in den anderen noch kommt, was den Schaden angeht. Okay, hier haben wir wieder so einen der typischen Durchschwimmschalter. Kann ich auch ein bisschen langsamer angehen lassen scheinbar. Und hier haben wir, wie erwartet, eine Jet Engine. Aber ich entkomme dieser gewitzt, denn irgendwas passiert doch hier jetzt bestimmt, jetzt wo das Ding an ist, ne? Ne? Nee, überhaupt nichts passiert hier. Alles klar, hätte ja sein können. Was einmal funktioniert, kann ja auch nochmal funktionieren, nicht wahr? Sagte schon, nein, ich lasse es mal sein diesmal. Moment, 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 Moment. Slow down, please. Nein, komm, bitte. Nein, Dixie, komm, tu mir das nicht an. Tu mir das nicht an hier. Bitte, nein. Nein. Nein! Och nö! Jetzt bin ich ein bisschen sauer gerade. Aber auch nur so ein bisschen. Wenn ich so ein bisschen sauer klinge, dann liegt das daran, dass ich so ein bisschen sauer gerade bin darauf, dass sie einen G-Buchstaben so wieder fies hinter einen Point of No Return ge... Heute ist nicht mein Tag. Heute ist echt nicht mein Tag, ne? Ich merke das schon. Ich wäre gerade schon wieder so ein bisschen gereizt, was hier gerade so passiert. Liegt vielleicht einfach an der Wasserwelt. Ich mag Wasserwelten eigentlich erstmal, aber eine ganze Welt... Okay, das habe ich jetzt ein bisschen blöde formuliert. Also ich mag Wasserlevel eigentlich, aber eine ganze Welt... bin ich mal gespannt, wie das so wird. Denn tendenziell heißt das ja auch... schwierig versteckte Secrets wahrscheinlich und halt diese ständige Furcht vor der Luft, dass ich halt die Luft auch immer noch beachten muss im Hinterkopf. Das wird auf jeden Fall lustig, da jetzt nochmal die 7 Puzzleteile zusammenzubekommen. Und mit lustig meine ich sehr, sehr anstrengend.
Das war kein guter Auftakt. Ich bin nicht stolz auf diesen Auftakt, aber ich muss mich jetzt auch mal zusammenreißen, ja, und einfach mal dafür sorgen, dass das nicht nochmal passiert, sondern dass ich dieses Mal das voll abrocke, was hier passiert, mit Aquatech. Erinnert mich an ein gewisses deutsches Kunstmagazin, was rede ich da, das war gar nicht deutsch, also ein in Deutschland gezeigtes Kunstmagazin zumindest, was aus den USA oder Kanada, weiß ich gerade gar nicht, oder vielleicht sogar England, kam zu uns und einen sehr, sehr ähnlichen Namen hat, auf jeden Fall. Oh, guck mal, das ist die Musik vom Titelbildschirm, die hier gerade läuft, zumindest ungefähr, ich glaube ein bisschen langsamer. Und hier fällt einfach die Ladung rum, oder was? Das geht aber nicht. Dann wurde die Ladung aber nicht korrekt gesichert, meine Damen und Herren. Ach, guck mal, und da wollen sie mich direkt austricksen, ne? So nicht, meine Freunde. So nicht. Das habe ich genau gesehen. Wow, wie sie echt im ersten Sprung schon direkt mich versuchen auszutricksen. Das ist ein neues Low. Das ist ein neues Low, liebe Retro Studios. Hätte ich nicht gedacht, dass unsere schwierige Beziehung einmal so enden würde. Aber ich nehme das hin, ich nehme all diese Herausforderungen auf und nehme sie und schaffe sie. In einem Bonusraum, den wir jetzt schon sehr, sehr oft hatten, unverändert quasi, mit einem sehr, sehr gleichen Zeitlimit wie sonst auch eigentlich. Ja, Bonuslevel, nicht meine Lieblinge in diesem Spiel. Das ist irgendwie eine sehr, sehr negative Episode heute, ich weiß gar nicht warum. Ach, guck mal, es ist ein Minecart-Level. Ja, nein. Oh, das ist ja aber ganz, ganz cool gemacht eigentlich. Nein, nein, wie schön, wollte ich jetzt schon mehrmals sagen. Habe schon mehrmals versagt jetzt, tatsächlich auch. Ja, das habe ich doch gerade noch so geschafft. Aber den Buchstaben natürlich habe ich mal wieder jetzt nicht be... Wow, was ist denn hier bitte los? Wie cool. Okay. Oh, der bleibt in der Perspektive. Wie gut. Okay, das ist cool. Das gefällt mir jetzt schon. Das ist sehr, sehr gut gemacht. Da bin ich durch die Schienen geflogen. Ihr habt es alle gesehen. Ich habe ganz, ganz viele Zeugen, nämlich alle, die gerade zugucken, haben gesehen, wie ich eiskalt durch die Schiene gerade gefallen bin. Das ist nicht nett, Leute. Das ist nicht nett. Und die Musik wird auch wieder angepasst. Das heißt, wir haben hier wieder ein Level, wo die Hintergrundmusik sich wahrscheinlich dem Level anpassen wird. Und das Level ist mal unglaublich schön gestaltet. Meine Herren, also wieder so ein Unterwasserruin-Dingens hier. Vielleicht wird es echt ein laufendes Thema hier in dieser Welt. Dieses Unterwasser-Feeling, also diese Unterwasserruin, wollte ich sagen, natürlich. Wow, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. War das einer von unseren Freunden aus dem irgendwas Rock, Felsenrock? Rockfelsen? Sah zumindest so ähnlich aus, nicht wahr? Cool, dass sie so alte Level-Elemente bzw. Level-Elemente von anderen Welten sogar hier auch nochmal aufgreifen. Das lässt das Ganze irgendwie ein bisschen lebendiger scheinen. Vielleicht war es aber auch gar keiner von da. Dann habe ich einfach nur jetzt Unsinn geredet und die Entwickler völlig zu Unrecht gelobt dafür, was sie hier nicht geleistet haben. Was natürlich absolut unverdient wäre, wenn ich so etwas tun würde. Ich will sie natürlich nur für das loben, was sie auch tatsächlich getan haben. Das ist ja sonst reichlich unfair von mir. Und würde ich ja gar nicht die wirklichen Dinge, die in diesem Spiel passiert sind. Diese Perspektive ist sehr seltsam. Also es ist sehr, sehr seltsam, sich daran zu gewöhnen, auf jeden Fall. Und diese Wände hier machen das Ganze nicht leichter für mich. Ja, natürlich ist es die falsche Wand, die ich gewählt habe. Ich weiß gar nicht, warum ich da gerade nicht alle durch habe. Ich war, glaube ich, ein bisschen erstaunt, dass das Poster tatsächlich auf der linken Spur gekommen ist. Aus irgendeinem Grund. Natürlich kommt es auf der linken Spur, weil ich da ja nicht bin. Und obwohl ich das noch locker hätte schaffen können, wahrscheinlich, wenn ich einfach auf der rechten Spur nach links gesprungen wäre, wie jeder normale Mensch auch. Aber da wollte ich einfach nicht dran denken, aus irgendeinem Grunde. Und habe mich stattdessen dafür entschieden, einfach den Tod zu wählen. Ich denke, das ist eine passende Entscheidung meinerseits. Möchte ich mich auch nicht für rechtfertigen müssen, denn es ist relativ eindeutig, warum ich diese Entscheidung getroffen habe. Es schien mir einfach die logischste Lösung zu sein an dieser Stelle. Übrigens, der arme Vogel, der an dieser Stelle verschluckt wurde von dem Ding. Und mit arm meine ich, es ist mir eigentlich relativ egal, weil diese Vögel mir in der zweiten Welt auf die Nerven gegangen sind. So hat man schön diese zwischenweltliche, sag ich mal, Kontinuität hier in Donkey Kong Country Returns. Womit ich meine Tropical Freeze. Ich habe keine Ahnung, warum ich den gerade Returns genannt habe. Macht der Gewohnheit wahrscheinlich. Noch vom alten Projekt. Okay. Wow, was geht hier eigentlich? Okay, alles kommt hier gerade auf mich
zu zusammen. Alles klar. Alles, ja. Okay, machen wir das auch noch mit. Okay, da ist direkt hinter dem was. Habe ich nicht geschafft. Seltsam das. Ich kann gerade gar nicht mehr hinterherkommen. Ich muss mich gerade so konzentrieren auf das, was hier gerade passiert. Meine Güte. Was ein Action-Level. Mit einer sehr, 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 sehr schönen Musik im Hintergrund. Die habe ich auch tatsächlich häufiger mal gehört vom Soundtrack. Ich wusste aber natürlich nicht, wozu sie gehört. Oh, wie cool. Das ist mal ein ganz anderer Level. Also meine ganz andere Level-Idee, wenn es mal um Minecarts geht zumindest. So etwas macht man auch nicht häufig. Natürlich... Ach Mann, ich mag Trial and Error nicht. Also da war gerade links schon wieder so ein Buchstabe, den ich natürlich mir noch hätte sammeln können jetzt. Ich mag Trial and Error nicht. Wenn ich einfach im Voraus nicht wissen kann, auf welcher Spur das kommt. Vielleicht haben die Bananen mir das angezeigt. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall... Sehr, sehr schönes Minecraft-Level mit einer sehr, sehr schönen Hintergrundmusik, die auch zu dem passt mal wieder, was hier so passiert im Vordergrund. Und ich würde an dieser Stelle sagen, weil sich das sonst, glaube ich, ein bisschen zieht, lass ich es mal bei diesen zwei Leveln für diesen Part. Dann können wir auch so ein bisschen die Negativität dieses Parts in diesem Part kapseln. Und beim nächsten Mal bin ich dann frischen Mutes dabei und kann mich wieder auf alles freuen, was da noch so kommt. Denn ich habe jetzt noch einiges zu sammeln, einiges zu tun, um die Level 4.1 und 4.2 tatsächlich vollständig zu bekommen. Und auch unter anderem noch den Secret Exit hier zu holen in Playa del Kong. Und da möchte ich mich gleich ranbegeben. Also, chop chop, wir haben einiges zu tun. Bis gleich. So, und dieses Mal gehen wir nicht in diesen komischen Abfluss, den wir das letzte Mal besucht haben, sondern gehen einfach mal weiter und gucken, ob es hier noch etwas gibt für uns zu holen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ein Puzzleteil oder so. Zum Beispiel hier. Ich mag das Versteck nicht. Ich mag das Versteck nicht, weil man... Ich finde einfach, so aus Sicht eines frischen Spielers, der ich ja bin von diesem Level, ich finde, von dem, was Donkey Kong sonst immer macht... Müsste das hier eigentlich mehr ein Secret sein oder sonstiges, weil man es einfach hier so mittendrin hat. Und die Logik sagt sonst meistens, okay, wenn du nach rechts gehst, geht's halt weiter. Und nicht, wenn du hier in der Mitte irgendwas öffnest, geht's weiter. Aber gut, ich wollte ja die Negativität jetzt mal lassen und mich ein bisschen auf das konzentrieren, was hier noch so kommt. Also, bis gleich. Ach, sieh mal einer an. Da ist ja auch noch was. Ich habe mich gerade gewundert. Die Wand sieht irgendwie ein bisschen seltsam aus. Und in der Tat, sie sieht nicht nur seltsam aus, sie ist seltsam. Wer hätte sich das nur gedacht? Es ist eine sehr, sehr seltsame Wand. Einfach deshalb, weil sie seltsam ist. Logik mit Medox. Ihr könnt mich gerne auch buchen. Ich biete auch gerne Kurse an. Ja, das ist jetzt natürlich ganz, ganz dumm. Okay, aber haben wir auch noch so, gerade noch so geschafft. Jetzt muss ich nur noch aufpassen, dass ich mich nicht auf die dümmste Art irgendwie umbringe, die möglich ist. Nämlich, wenn das Puzzleteil schon da ist, nur irgendwie in den Abgrund zu hüpfen. Nicht, dass mir das schon mal irgendwann mal passiert wäre oder sowas. Nein, 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 ich spreche da nicht aus Erfahrung. Eigene Erfahrungswerte sind überbewertet. Gut, dann weiß ich ja sogar, wo das letzte Puzzleteil ist. Nämlich ganz am Ende, wo ich das zweite Puzzle-Level nicht geschafft habe. Und, gehe ich da jetzt zuerst hin oder mache ich zuerst den Secret Exit? Nee, okay. Ich mache zuerst mal dieses Level jetzt nochmal komplett durch mit den KNG-Buchstaben und dann in einem zweiten Durchlauf werden wir uns um den Secret Exit kümmern mit Dixie, die ich hier auch gerade schon habe, aber die kann ich dann ja ein zweites Mal noch holen. Gar kein Problem. Bis gleich! So, und dieses Mal wollen wir an dieser Stelle auch nochmal aufpassen, dass wir das G bekommen. Was ja beim letzten Mal ein wenig überraschend für mich zumindest kam, plötzlich... Diesmal möchte ich mich da ein wenig mehr konzentrieren, weil ich ja zumindest mal weiß, dass es kommt dieses Mal. Und nicht so ganz Hals über Kopf hier vielleicht reinstürzen. Okay, macht nichts, macht nichts. Oh, gerade noch so bekommen, aber das war dann auch schon direkt der Tod. Naja gut, das schaffe ich nochmal. Wir sehen uns gleich, wenn ich im Bonuslevel am Ende bin. Das ist jetzt nicht so interessant, wenn ich das jetzt nochmal holen muss. So, und dann nochmal das Ganze mir hier holen. KNG habe ich jetzt auch bereits sicher. Ich bin ja jetzt bereits am Ende des Levels, das heißt schon direkt am Ziel. Und da brauche ich ja nicht mehr so wirklich die Angst zu haben, dass ich das noch verliere. Außer, wenn ich dieses Bonuslevel jetzt auch nochmal versagen sollte, denn dann
müsste ich mich wahrscheinlich gezielt einmal umbringen. Und das wäre ja weniger nett, aber es ist eine Möglichkeit auf jeden Fall. Ich schaffe es nicht. Was ist eigentlich heute los? Heute ist echt nicht mein Tag, habe ich so das Gefühl. Okay, dann versuchen wir es einfach normal, würde ich mal sagen. Das kann doch nicht wahr sein. Bis gleich. Ja, funny story. Ich habe gemerkt, es gibt hier tatsächlich gar keine Möglichkeit, sich strategisch zu töten, denn dieser Strudel blockiert meinen Weg zu den Gegnern hier hinten. Das heißt, wenn ich dieses Bonuslevel versage, muss ich in der Tat das komplette Level immer nochmal machen. Da bin ich sehr glücklich drüber, über diese Designentscheidung. Kann ich eigentlich nicht... Ich bin gerade wirklich nervlich am Ende, wenn ich hier immer wieder neu rein muss. Also jedes Mal versagen in diesem Bonuslevel, das auch noch schwieriger ist als normale Bonuslevel, macht das Ganze nochmal deutlich komplizierter deswegen jetzt. Und ich möchte es deshalb eigentlich, wenn es geht, irgendwie vermeiden. Und ich liebe ja generell diese Bonuslevel, die irgendwie so einen festen Takt haben, in dem man sich bewegen muss. Die sind super, die sind exakt meine Lieblinge, die ich am besten kann, würde ich fast schon sagen. Aber gut, dann hätten wir auch die jetzt endlich mal. Boah, ich mag dieses Level nicht, ich mag es einfach nicht. Es hat ein paar nette Ideen, der Hintergrund ist auch wieder schick. Aber Mann, es spielt sich irgendwie nicht gut. Ich bin sehr froh, dass wir dieses Level in diesem Negativitätspart abhandeln konnten. Dann sind die nächsten Parts vielleicht wieder ein bisschen glücklicher. Bis gleich auf jeden Fall nochmal kurz zum Secret Exit dieses Levels. So, diesmal habe ich Dixie an Bord und werde sie jetzt einfach mal nutzen, beziehungsweise ihre wunderbare Fähigkeit, gegen die Strömung zu schwimmen. Und hier oben befindet sich bereits das Portal, das, wie ich denke, genau mich mal wieder direkt einfach hinführen wird zum Secret Exit. Nichts Großartiges. Ich frage mich sowieso, warum sie diese Portale noch immer dazwischen setzen, weil größtenteils war es ja bislang so, dass wir eben sowieso einfach nur direkt dann zum Secret Exit gekommen sind in einem sehr kleinen Raum. Weiß nicht genau, warum das so ist, ob das irgendwas demonstrieren soll, ob das für irgendwas stehen soll, dieses Portal, keine Ahnung. Ich weiß nicht ganz genau, warum sie es machen, aber ist ja auch nicht ganz so schlimm. Auf jeden Fall haben wir damit den Secret Exit geöffnet. Ich wollte hier nochmal eben kurz zeigen, bei seiner Öffnung, deswegen habe ich gerade weitergedrückt. Der führt uns nämlich hier diesen ganz weiten Weg jetzt hin zu 4A. Aquamarta heißt dieses Level. Aber zunächst einmal natürlich geht es nochmal rein in die Aquatech. Okay, schwierig das auszusprechen. Und da müssen wir auch noch alles nochmal holen quasi. Also die KNG-Buchstaben und noch zwei Puzzleteile, glaube ich, oder so. Vielleicht auch nur eins. Wir sehen uns auf jeden Fall dann gleich dazu nochmal. Und dieses Mal hole ich mir dieses Puzzleteil hoffentlich. Ja, die Perspektive ist sehr, sehr merkwürdig. Also man kann die Tiefe da gar nicht korrekt einschätzen, finde ich. Also zumindest nicht ganz so gut. Jetzt fehlt mir noch, genau, das N habe ich jetzt auch, jetzt fehlt mir nur noch das G. Und weil wir gerade eh schon quasi da sind, möchte ich das mit euch zusammen jetzt einmal erleben, dieses Journey. Wir müssen uns ja ein bisschen links halten, habe ich ja das letzte Mal jetzt gemerkt. Hoffentlich haben sie es jetzt nicht irgendwie zufallsbasiert gemacht, dass es manchmal links und manchmal rechts ist. Das wäre ja dann doch ein bisschen nervig. Genau, aber diesmal ist es auch hier. Und damit wären wir schon bei den 100% angelangt für dieses Level. Und damit kann ich mich eigentlich schon wieder von euch verabschieden für dieses Level. Wir sehen uns gleich wieder auf der World Map. Ja, so weit, so gut. Was für ein seltsamer Einstieg in diese Welt. Also 4-1. Ich hoffe, dass nicht viele Level sein werden wie 4-1. Bin ich ganz ehrlich. Das ist mir ein bisschen zu lang und ein wenig zu... Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ein bisschen zu langweilig trifft es nicht ganz, denn das ist es nicht. Aber es ist irgendwie halt im Vergleich zu Welt 3, wo wir gerade herkommen, ein bisschen downer, sag ich mal so. 4-1, finde ich zumindest. 4-2 wiederum war mal wieder, es war natürlich auch Minecraft-Level, war mal wieder sehr, sehr schön. Und ich freue mich auf weitere Minecraft-Level in den Welten 5 und 6, dementsprechend natürlich auch. Beim nächsten Mal geht es dann um den Tiefseetourismus.
Schöner Leveltitel. Links daneben auch das Tempel-Level, wo ich ja jetzt weiß, wie die aussehen. Ja, brauche ich nicht nach dem Tick und Exit suchen, obwohl vielleicht doch. Denn hier gehen vielleicht dann auch wieder zwei Wege von ab, wo ich das gerade hier so sehe. Nein, denn das eine ist ein Tempel-Level. Ich kann einfach gerade nicht denken. Ich kann einfach gerade nicht reden, ich kann nicht denken, ich kann gar nichts. Deshalb sage ich an dieser Stelle, es ist besser, glaube ich, wenn ich jetzt unterbreche. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, hoffentlich mit etwas gestärkterem Geist meinerseits. Und bis dahin, auf Wiedersehen.